Guten Morgen, liebe Leute. Hier sind wieder die Chaos Camper. Wir sind wieder, wir waren heute auf die Boots und Fun und Caravan-Messe in Berlin. Dabei ist die Danette, der Holger oder auch liebevoll von meiner Frau Schatzi genannt, ab und zu mal. Ja, wir gucken mal, ob wir noch so ein paar Sachen filmen. Wir können, ob wir was filmen können, wie voll es ist, werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir an der Messe angekommen sind. Bis dahin. So, liebe Leute, hier sind wir angekommen. Hier, da steht mein Auto, Morello. Der Holger. Oh, Ernte ist auch schon da. Komplett nach 399. Portokasse, wollte ich gerade sagen. So. Und da stehen ein paar Morellos, oder? Ja. Die reichen ja auch für mich. Und hier ist ein bisschen was los. So. Dann sehen wir uns wieder in der Messe. Ich mag das ja auch nicht. So, liebe Leute, jetzt sind wir auf der Messe und wir sind hier. Ich zeige das mal kurz. Da haben wir unseren Wohnwagen gekauft und hier ist unsere nette Verkäuferin, die Malis, die uns unseren Wohnwagen verkauft hat und unsere andere Verkäuferin noch. Ja, liebe Leute, wir gucken uns gleich mal so ein paar Wohnwagen und Autos an und dann schauen wir mal weiter. So. Hier, Holger. Du? Auf dem Trabant. Das ist es doch. Das ist nicht mehr cool. Ein bisschen Dachzelt, aber ich glaube, aus dem Alter sind wir raus. Genau. Gehen wir nochmal rum hier an den Wagen. Schöner Jeep, den wir hier noch so haben. Und hier haben wir das Dachzelt. Mal gucken, ob ich da oben mal hinfilmen kann. So. So, jetzt wird erstmal ein Überblick gemacht. Ah, die Lampe gefällt mir schon wieder. So, wenn man dann schön mit dem Motorrad oder einem Quad unterwegs ist. Schöne Sache. Wenn man so mit dem Motorrad unterwegs ist, reicht doch vollkommen aus, oder? So weit. Kannst du das Bett runterholen? Du hast ein, guck mal, du hast einen Dometic, so einen Kühlschrank drin. Lass mich mal rein. Komm mal. So. Schön Dometic. Reicht doch aus mit Notebett. Mhm. Hier passen, na, zwei Harleys werden hier nicht reinpassen, ne? Mhm. Und so kann was für Harleys. Also. Hier hat man eine schöne Dusche. Da ist die Toilette. Badezimmer. Also auch groß genug. Oh, nicht schlecht. Es ist einfach gehalten, aber gut, finde ich. Also. Schöne Schränke mit Softclose, kleine Küche, Waschbecken, ja, ein Gaskocher wird man wahrscheinlich dann irgendwie so hinstellen. Hier hat man noch ein Bett und hier oben noch ein Bett. Was ich ja richtig gerne finde, ist hier so ein komplettes Fliegengitter, dass du hier wirklich abends dann so sitzen kannst, wenn es warm ist und schön. Aber mit der Küche und hinten nochmal die zwei Betten ist ja auch nicht schlecht gemacht, ne? Sieht ja auch klasse aus, das Motiv. Hier, Sarg, ja, Kopf. Also sag mal so, wenn du wirklich unterwegs bist, so für kurze Moped rein. So, dann haben wir hier einen schönen Phoenix. Ich habe die ganze Zeit Fotos gemacht, aber wir gucken noch mal auf die Tafel, was so drin ist.
So. Hier haben wir noch mehr. Schön Morello. Bockpreise? Ja. Schnepperkin. Ein Schnepperkin, würde ich mal sagen. Wer möchte denn jetzt zuerst? Die Wäsche kommt zuerst. Dann geht das los. Ja. Schöne Teil heute, aber leider nicht unsere Preisklasse. Ja, ja, haben wir schon gesehen. Aber es sind halt. Ich glaube, wir können auch nicht mehr hier drin stehen, wenn wir wollten. Also. Aber optisch sieht der ja. Du? Optisch sieht der ja richtig gut aus, wa? Also ohne Dachzelt, ja. Ich meine jetzt mit Dachzelt, so von vorne hier so mit. Also das sieht schon. Hier, Lieferzeit 48 Stunden. Ja, meine ich ja. Aber. Oh Gott! Aber. Na doch, Stehhöhe hat man hier drin. Aber nee, das wäre mir alles zu klein, zu eng. Da hat man den Kühlschrank. Koffer, man hat eigentlich alles bei, aber. Alter, ich muss jetzt mal wieder raus. So, für unsere Vouchis hätten wir auch noch ein kleines Dometic-Zelt. Da können sie dann im Vorzelt schlafen. Und ansonsten haben wir hier. Oh, hier so ein. Ja, du kannst du auf jeden Fall. Also von dadurch, dass es auch nicht, sagen wir mal, so rund ist, ist es ein bisschen runder. Guck mal hier, die Ventile und alles. Das ist schon richtig. Aber wie ihr sagt, lohnt sich das so, wenn man so mal so ein Wochenende, weißt du, das aufstellt? Das ist jetzt halt so die Frage. Du kannst auch alles rausnehmen, ne? Der Aufbau und der Abbau ist ja nicht das Schlimmste. Was mich halt so ein bisschen schockiert, ist immer, ist es nass? Du musst das zu Hause wieder aufbauen. Ja. Das ist so, das hat mich. Guck mal, du hast hier noch so ein Vordings, bevor du. Ja, das ist ja für den Bus. Ach so, das ist für den Bus. Oder für ein Wohnmobil, das ist nicht für ein Wohnmobil. Ach so. Ich dachte jetzt, das wäre. Ja, genau, so eine kleine Garage, das ist schon was. Da wir da hinten was Schönes. So, guck mal, hier siehst du. Aber ist das jetzt auch ein Vorzelt oder ist das ein. Oh, nee, das ist normal. Das ist einfach so, so wie wir jetzt. Ein Zelt. Das sind ja nur Zelte, ne? Ja. Also. Das ist ein Pavillon, meine ich. Ja. Da. Aber was kostet? Doch. 350. Aber dafür, die ist echt stabil. Ja. Also. So, das Vorzelt 2470 Euro. Mhm. Ah, schön ist natürlich, sonst haben sie immer angezeigt, welche Hallen noch alle belegt sind. Ja. Deshalb habe ich ja die Nummern auf dem Zettel, aber damit man ja doch, das war auch das, ich glaube, davon gibt es zwei Stück. Und gerade frei, dann geh doch mal rein. Ah, hier hast du so ein Queensbett. Und dann auch nicht schlecht, so ein Queensbett. Aber ganz schön kurz, ne? Also. Schöne große Duschen. Also. Da. Da ist ein Doppelbett. Die haben
So. Guck mal hier, Badezimmer. Ja, nicht? Aber ganz schön eng, würde ich sagen. Aber hier, findet es schön mit dem Licht hier drunter. Aber das wäre, glaube ich, zwar nicht für mich. Ja, hier ist noch eine Beleuchtung. Würde ich echt nicht, da komme ich, glaube ich, nicht mehr klar. So, da hat man hier schon schön vorne aus dem Kühlschrank. Ja. Hier das Bedienpanel, eine Truma, einigsfähig. Einet, ein. Und hier. Also ins Dreigangsfenster. Nee, das ist wirklich echt heftig. Aber hier, das schöne Panoramafenster hat man hier drin. Da haben wir hier oben noch so schön Staubfächer. Oh, kein Softclose. Klatsch. Okay. Und hier eine schöne. Aber du hast aber eine schöne Sitz. Ja, aber. Du hast eine schöne Sitzrundecke. Die Dusche ist schön. Holger ist jetzt weg, ja? Ja, siehst du, meine ich doch. Warte mal, ich will sehen, wie er da drin sitzt. Dann sitzt sich gut. Ja, aber was ihr seht, qualitativ jetzt nicht so. Das nee, also definitiv nicht. Die Qualität bin ich nicht besonders. Ich mag auch dieses ganze Neue nicht mehr, dieses Schlichte. Ja, das ist gut, schon waren zwar Metalldinger, aber ich finde, irgendwie wirkt das Holz auch so billig. Ja, das ist nicht so. Also unser ist vielleicht auch nicht dicker, aber irgendwie wirkt unser anders. Ja, vielleicht von der Farbe her. Wenn du den Kleiderschrank hinten aufmachst, ist total dünn. Bei zwei. Hier noch den Strom, das finde ich schön mit zwei Klappen. Das ist nicht so verkehrt. Jetzt haben wir hier den. Ja, 542 VIP. Und, oh ja, der sieht aber nicht so schlecht aus. Muss ich sagen. Ja, der gefällt mir auch. Also, ich kann mir ja meine Pulse in so einer Art in etwa beziehen lassen. Nicht jetzt in Grau, sondern in einem eher Beige-Ton. Also, von der Optik muss ich sagen, ist der. Wir machen hier, also von der Optik her muss ich ja sagen. Hier so schön, aber das ist eben halt, ich finde das fucking alles so. Aber das sieht schon mal nicht so. Aber von der Optik her muss ich sagen, schön Softclose. Von der Optik her finde ich den wesentlich besser als den, den wir eben uns angeguckt haben. Hier hast du das, machen wir hoch. Dann drei Kochfeld, ne? Da hast du so eine Schiebe. Oh, hier hast du ja enorm Platz, ne? Ein schönes Fenster, großes. Denn was ich schön finde, ist hier vorne das Panorama. Das gefällt mir wieder. So, und dann hast du hier hinten. Das ist ein schönes Bett und wieder so ganz viele Schränke, aber auch kein Softclose. Aber von der Optik, also von der Farbe hier, muss ich sagen, finde ich den wesentlich besser. Hier hat man noch einen schönen Kleiderschrank. Da blinkt irgendwas von Truma. So, was sie ja nur alle haben, ist diese. Klar. Aber ich denke mal, keine Dusche oder dann nur. Aber das ist wieder. Weiß ich nicht, ob ich das hier so gut finden würde mit diesem Schiebedings. Nee, der hat keine Dusche. Also, der hat auch keine Vorrichtung, aber der hat hier diese zum Aufhängen. Wisst ihr? Und auch wieder schön. Staufläche und Toilette. Aber mit der Schiebetür, ja, ist nicht meins. Hi. Aber ich muss sagen, so von der Optik hier gefällt er mir gut. Ich habe mich getäuscht, der hat doch eine Dusche und zwar ist das hier mit so einem Klapp. Ich weiß nicht, wo es geht. Bad, mal ein bisschen ziehen und dann. Ah! Okay. Dann hat man natürlich auch eine schöne. Große Dusche, sage ich jetzt mal. Ja, das okay, das ist dann wieder eine Sache, wo ich sage, das ist dann. Der Spiegel ist genial, muss ich sagen. Aber wie gesagt, mit dieser Schiebetür, das gefällt mir überhaupt nicht. Also. Ich habe noch ein bisschen was im Bühne zu stehen. Ich guck mal nach. Schön.
eine Lederoptik, ne? Ja, also das muss ich sagen, mit dem Gesteppten hier, das gefällt mir ganz gut. Also, das finde ich nicht schlecht. LMC 520E, 34.500. Und, oh, ja, hoi, schöne Rundsitzecke. Softclose und allem. Da unten hat Hunger. Hier hat man Waschbecken. Hier einen schönen Dreikoch. Ja, das ist natürlich genial. Mit dem Tresen hier schön. So. Trotzdem. Warte mal, was ist das für ein Kühlschrank? Ist das ein Dometic? Nee, Zeit vor. Dann gehen wir weiter. Und dann lass mich mal hier an das Badezimmer ran. Dann nehme ich das auch nochmal auf. Ui. Nee, okay, mit Duschvorhang. Nicht so meins, aber. Da hinten hat man schön ein Bett. Und man dann hier noch so als große Liegefläche machen kann und wieder mehr als hier noch Stauflächen. Jo. Leute, das ist meine Schublade. Das Ding ist echt groß. Vor allen Dingen hast du immer englische Quote für jedes Besteck. Ja. Hast du nicht überall. Also, was ist hier unter? Oh, die sind echt groß, die Dinger. Ja. Und hier unten hat man wahrscheinlich das kürzere. Ja, so wie immer. Wollner angeguckt haben, der hat auch hier eine Gasaußensteckdose. Finde ich auch ziemlich gut. Gucken, ob man vielleicht sowas nachrüsten könnte, wa? Schatz? Hm? Eine Außengassteckdose hier, wie der hier hat. Ist auch nicht schlecht, sowas. So, jetzt sind wir mal hier bei den Booten. Also etwas kleineres Hausboot. Soll ich mir mal zeigen, was hier so rumsteht. Wenn man mal da hinten guckt, die ganzen Yachten und alles. Heidewitzka, sag ich mal. Ich will nicht wissen, was die Dinger kosten. Ja. Da haben wir auch so ein kleines Bötchen. Gucken, ob man da so ein bisschen, doch man kann da ein bisschen reingucken. Da ist die Dusche. Du warst sein Weihnachtsgeschenk, wa? Haha, schlecht, wa? Oh. Und hier die Dachluke. Schöne Sache. Ja, hier so. An den Wohnwagen noch schon hinten ran, ne? Du, da nicht? So, und hier sind wir jetzt in der Zubehörhalle und
eben schon gezeigt habe, die Sauna, hängen wir uns dann hinten am Wohnwagen noch mit dran und dann haben wir immer eine Sauna mit bei. So, Leute, hier haben wir noch einen LNC und zwar den 470D. Da ist der Preis und hier ist die Ausstattung. Und da, der Münsterland ist es. Den haben wir dann mal kurz von außen. Stell dich mal an, bitte, damit. Bleib mal dran. Und dann gucken wir mal noch rein. Hier wieder ein Gas. Das ist ein Gasdings. Finde ich eine gute Sache. Und wenn dann mal frei wird, werden wir dann mal reingehen. Hier Verschluss ähnlich wie bei uns. Ja, Fenster, WC. Oh, guck mal. Wie unser, wie der jetzt hinaus, wie unser von Hobby, der Mülleimer, ne? Also, jetzt gehen wir mal rein und dann gehen wir erstmal hin. Ich will nur warten, bis die Kleine da wird. Achso. Das ist ja natürlich eine schöne große Küche, wa? Also muss ich sagen, ganz schön groß. Ja, das ist, da kriegst du aber schön ein paar Dings drauf, ne? Also von den Schränken hier ist das fast ein bisschen so als beim Hobby, wa? Also es scheint auch irgendwas zu sein. Wir wissen so noch, wie breit es ist. Aber guck, nee. Hört sich aber so an, aber. Wir wollen natürlich auch nichts kaputt machen. Also. So, dann werden wir mal hier hinten gucken. Ah, hier ist das Bad. Was ich nicht so mag, ist, dass dieses Waschbecken hier draußen ist. Dann haben wir hier oben Mahlzeit. Ein Badezimmer. Ja. So, so war das Bad bei uns. Komm jetzt bitte! Wir wollen noch weitergehen. Hier sind Füße. Ich esse gerne Füße. Ja. Und dann hat man hier noch ein Aufstelldach. Dann zeige ich euch dann mal von außen, weil es gerade belegt. Dann hast du hier so eine Treppe und dann geht das hier nach oben. Hier noch ein schönes Fenster und eine schöne große Rundsitzecke. So, dann hier nochmal von draußen, da ist das Aufstelldach im Wohnwagen. Wir reden hier von einem Wohnwagen. So, hier haben wir den LMC, den Sassino 470K. Holger? Der fliegt. Der LMC. Und gucken wir uns nochmal die Preise an. So. Wir hier noch den 390K. Wie gesagt, das alte jetzt ein bisschen voll da. Und filmen wir hier kurz rein. Hier so den Grundriss. 19.055, so wie er hier ist. Eine Monatsrate von 141 Euro. Dann gehen wir mal rum. Und haben wir hier hinten noch die Betten und die Kinder. Mit Fenster. Und von LMC. Kurz. Meine Frau will ein neues Zugfahrzeug haben, richtig, Danit? Du willst ein neues Zugfahrzeug haben? Also der kann wirklich unseren... Da passt doch nicht mal einer von unseren Hunden rein, das hat sich dann aber schon aber ich glaube auf jeden Fall, der könnte unseren Wohnwagen auf jeden Fall ziehen. Hier so du schläfst Stich. Dann hier? Hallo? Das ist nur so ein Zugauto, oder Zugwagen hier.
Isuzu. Isuzu. Ja, okay. Sind aber eher was für kleinere Hunde. Hier hinten hat man den so nicht schlecht. Dann kannst du denn den Auto, aber guck mal hier, wenn man hier das Ding ranzieht, wie weit kann der jetzt ziehen? 3,5. Hier hinten kannst du schön Sachen reinpacken. Und locker 5 Personen passen hier rein. Hinten. Schöne große Display hier. Ja. Und schön hoch. Mit dem kommt man dann auch mal im Gelände weiter. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, aber ich filme das trotzdem mal ab. Und da schöne Felgen. So, jetzt sind wir wieder bei Hobby. Und da. Das ist der. Ja, das ist der Deluxe, ne? Das ist ja das. Ne, das ist nicht Deluxe, das ist hier, das ist was Peter hat. Ja, meine ich, Prestige, ne? Mhm. Das ist das. Achso, aber das also müsste ja. Also, hier können wir nicht zu viert sitzen. Nee. Das ist aber auch Peter, ne? So ein Mini, nee, ist nicht Peter. Das ist nur mal kleiner hier. Mach mal ganz kurz nochmal die Badezimmer. Du musst auch jeden was, ne? Ja, muss ich ja. Der lohnt sich nicht. Meinst du nicht? Ja, also mal schön das Badezimmer. Und hier hinten nochmal 2 Betten, was man dann wahrscheinlich zu einem rausziehen kann. Mal nicht hier, ja. Jetzt ein bisschen dunkel, weil hier kein Licht drin ist. Ja, geht leider nicht an. Wir haben kein Licht. Ansonsten die Küche. Die Küche wie bei uns, bei unserem Krümel. Den Kühlschrank da unten. Ja, dann haben wir hier den Kühlschrank, nur dass wir den großen haben. Aber die haben schon den neuen Dometic, wa? Von beiden Seiten oder? Nee, doch nicht. Deswegen, doch ist der Dometic. Ja. Ja, also. Jetzt weiß ich, was Holger meinte, er hat alle 3. Aber ja, wir haben hier das einzelne und das andere, was ich gesehen habe, das hatte nochmal jeweils so kleine. So, liebe Leute, dann gucken wir uns hier nochmal den Hobby an. Das ist jetzt ein teilintegrierter. Wartet jetzt mit Milch, ja, oder? Ja. Auto-Edition ist auf Zitronenbasis und da können wir jetzt mal reingehen, wenn wir jetzt mal, ja, kein Arm, so, legen wir mal unsere Jacke kurz ab und dann schauen wir uns das mal an hier. So, das sind diese, das sind andere Design, was wir eben halt nicht haben, sondern auf jeden Fall hier die Sitzecke. Vorne die Sitze, die hat man, hier ist dann noch der Fernsehen, auch ein Skyroom. Meine Frau sitzt wieder am Weg. Hier hat man jetzt so schön die Handy, ach das geht hier mit trocken. Das sind ja die ähnlichen, so wie also bei uns. Die Schränke, ne? Hinten haben keinen Softclos. Da ist der. Hier hat man ein schönes Dreifachbett. Ist das schon benutzt worden? Ja, scheinbar. Der ist bestimmt aus der Vermietung. Das ist bestimmt einer aus der Vermietung, genau. Dann hat man hier das Waschbecken, ja, das sieht ein bisschen zerkratzt aus, aber okay. Das und ist aber auch nicht verkehrt. Dann lass mich mal bitte ran. Du hast wenigstens und einmal kein der Kaffee. Ja, Dankeschön. Dann haben wir. Dann kommt er nicht mehr hoch. Ja, richtig, dann komme ich nicht mehr hoch. Dann haben wir hier so eine große Schublade. Ja, musst aber erstmal die Badezimmertür bitte zumachen. Ja, Badezimmer kommen wir denn noch? So, haben wir schon. So, ja, dann, dann haben wir hier noch die kleinen Becher und wir haben hier noch was und dann gehen wir mal da hinten, da haben wir den neuen Dometic, der eben halt auch von beiden Seiten zu öffnen ist, ein bisschen klein hier. Da haben wir dieses Bett, was man wirklich zu großen, sag ich jetzt mal so, große Fläche, das kann man dann ausziehen hier.
Schade finde ich immer, dass man hier nur so eine Vorhänge hat. Aber gut, dann hat man hier noch. Oh, hier ist kein Softclose, haben wir gerade festgestellt. Und trotzdem haben wir es wieder gemacht. So, dann werden wir uns noch mal die Toilette anschauen. So, dann haben wir hier eine Trennwand. Ja, auch eine ziemlich coole Idee. Und dann hast du hier noch dieses. Aha. Und dann hast du hier sozusagen deine Dusche. Nicht schlecht. Gut. Und dann nur noch mal vorne. Dann haben wir den auch schon durch. So, dann haben wir hier noch. Aufbaulänge 6,30. So, liebe Leute, jetzt sind wir wieder raus. Wir haben es geschafft. Nicht wundern, ich habe keinen Buckel. Ich habe mir ein Stellar-Paddle gekauft. Hier sieht man die fertigen Gesichter von den Leuten. Ein paar Prospekte haben wir mitgenommen. Und wie gesagt, ein Stellar-Paddle haben wir auch mitgenommen. Und genau, sortieren tun wir dann zu Hause. Und dann wird es schon. Warte, ich muss noch das Stellar-Paddle machen. Dankeschön. Dann sehen wir uns zu Hause und dann, ihr werdet auf jeden Fall live dabei sein, wenn ich das erste Mal teste. Mach's gut, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, Ali, hallo, hallöchen, liebe Leute, hier sind nochmal die Chaos Camper. So, wir sind jetzt mal einen Tag nach der Messe in Berlin und mal so ein kleines Fazit. Also, ich bin der Meinung, es sind dieses Jahr mehr Fahrzeuge da gewesen als letztes Jahr. Das Einzige, was mir eben halt noch so ein bisschen gefehlt hat, bei Campingzubehör, das Campingzubehör vielleicht ein bisschen eine Halle da gewesen wäre schön gewesen. Vorne am Eingang nur so ein ganz kleines Verkaufsdings von Berger. War jetzt nicht riesig gewesen, aber gut. Trotz alledem muss ich sagen, fand ich die Messe gut. Es war gut voll gewesen, also ich konnte, wie gesagt, auch nicht so viele Wohnwagen oder eben halt andere Sachen filmen, weil man eben halt nicht die Ruhe hatte, um das alles ein bisschen zu erklären. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Möglichkeit, wenn der YouTube-Kanal hier ein bisschen größer ist, vielleicht mal bei irgendwelchen Händlern vorzusprechen, um da ein paar Roomingtouren zu machen in den Wohnwagen oder Caravan oder Wohnmobile. Ja, ansonsten muss ich sagen, was mich so ein bisschen erschreckt hat, sind ja die Preise. Die sind ja enorm gestiegen. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir letztes Jahr einen angeguckt, weil die waren auch wieder da gewesen. Der hatte... Oh, lass mich überlegen, vor einem Jahr, ich glaube, war es um die 60.000 gekostet. Und jetzt wollten die 81.000 haben. 81.000, das sind 21.000 Euro mehr. Ich frage mich wirklich, wo soll das noch hinführen? Weil wer kann sich das denn irgendwann noch leisten? Ich meine, die müssen doch auch, die kann ja alt verstehen, dass das alt teurer wird und weiß ich nicht was, aber ich meine, muss ja auch noch ein bisschen bezahlbar bleiben, weil sonst können ja die Leute nicht mehr kaufen, aber es scheint ja eben halt immer noch genug zu geben, die sich vielleicht auch leisten können. Ich kann es nicht. Wir haben uns deshalb eben halt umentschieden, wir wollten ja eigentlich ein Wohnmobil haben, aber haben dann eben halt jetzt einen Wohnwagen genommen, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt, wir wollen jetzt verreisen, wir wollen jetzt fahren und deshalb haben wir das so gemacht. Gut, okay, vielleicht normalisiert sich auch die ganze Sache nochmal irgendwann mit den ganzen Preisen und dem Wohnmobil. Ich hoffe, dass dann so, ja, so ein paar YouTuber sind ja auch dabei oder sind eben halt bei YouTube, die dann auch sagen, ja, das wird alles so, diese Campingblase wird irgendwann platzen.
Und das hoffen wir auch mal, dass das ein bisschen besser wird. Aber trotz alledem war gut gewesen. Ich habe mir meinen Stand-Up-Paddle geholt, wie ihr gesehen habt zum Schluss. Das, wie gesagt, das war kein Buckel, das war der Rucksack von dem Ding. Ich habe es auch schon aufgebaut, geguckt, ob alles soweit in Ordnung ist. Wenn ich das erste Mal benutze, seid ihr natürlich mit dabei. Holger ist dann auch dabei. Der hat sich auch, glaube ich, das gleiche geholt letztes Jahr. Und dann werden wir das auf jeden Fall ausprobieren. Ansonsten ist das jetzt, wie gesagt, das erste Video, was wir jetzt bei den Chaos Campern hochladen. Wir hoffen mal, dass das ihr so, ja, wie soll ich sagen, ein etwas größerer Kanal wird. Das würde uns echt freuen, damit wir ja auch mehr Möglichkeiten haben, vielleicht auch mal Händler anzusprechen, Sachen zu testen und so weiter alles. Also würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall Likes da lasst und kostenlos abonniert. Kostet ja eben halt bei YouTube glücklicherweise nicht das Abo. Und ja, das würde uns natürlich riesig freuen, wenn wir da hier ein bisschen größer werden. Zumal, wenn wir dann eben halt auch mehr Reichweite haben, wir dann auch mal zu den Händlern hinfahren können oder hingehen können und können sagen, können wir hier mal uns mal ein paar Fahrzeuge, mal ein paar Interviews machen und. Wir werden also nicht so regelmäßig Videos jetzt machen wie andere YouTuber, weil wir müssen ja auch zeitlich und finanziell ist es ja auch immer eine Sache. Man kann ja nicht jedes Wochenende immer irgendwo hinfahren, weil bei den Spritpreisen ist das auch ein bisschen, ja, sollte man da auch ein bisschen, ja, reduzieren, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz kommen hier weiterhin Videos. Wahrscheinlich auch schon noch ein paar älteren, die wir jetzt aufgenommen haben, die wir jetzt aufgreifen und dann eben halt in die Chaos Camper 2.0 hier reinpacken. Und dann werden wir ja schauen, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall freut euch auf das erste Video. Das ist nicht professionell. Wir sind keine professionellen YouTuber alle. Wir sind, wie gesagt, ein zusammengewürfelter Haufen, die in mehreren Konstellationen einfach mal in Urlaub fahren oder irgendwo mal auf dem Campingplatz. Wir waren jetzt schon in Südgecamp gewesen. Anfang des Jahres waren wir im Ecktan gewesen. Dann waren wir noch im Buntspecht, waren wir auch schon noch zwischendurch gewesen. Also wie gesagt, drei Fahrten und die Videos kommen jetzt so nach und nach dann eben halt wahrscheinlich dann auf den Kanal. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und wie gesagt, bitte lasst ein paar Daumen da und einfach ein paar Abos und dann helft uns einfach den Kanal groß zu machen. Und vielleicht werden wir dann auch, wenn wir unser mehrere Videos machen, ein bisschen professioneller. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ja, einen schönen Tag noch. Erholt euch alle, bleibt alle gesund und ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.